Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich sorge mich. Ich sorge mich um die Linkspartei. Sie hat ein Stadium des Realitätsverlustes erreicht, an dem nunmehr Grenzen überschritten werden. Meine Damen und Herren, in der letzten Haushaltsdebatte kam schon ein Antrag, 8,14 Milliarden Euro zusätzlich in den Geschäftsbereich des BMBF zu geben. Man hatte gerade mal eine Gegenfinanzierung von 600 Millionen Euro vorgeschlagen. Es war schon damals ein Antrag, der zeigte, dass die Linkspartei der Wirklichkeit völlig entrückt war. Ich glaubte nicht, dass eine Steigerung von so viel Irrsinn möglich ist. Ich dachte, die Linke hätte in der letzten Haushaltsdebatte etwas gelernt, aber nein. Frau Raths hat es angesprochen, am Montag kam nun in unser Büro ein Antrag der Linksfraktion mit dem vielversprechenden Titel Finanzierung der Wissenschaft auf solide Füße stellen, Bildung und Forschung in strukturschwachen Regionen befördern. Ein Ziel, welches wir seit vielen Jahren mit vielen Förderprogrammen, nicht nur des BMBFs, erfolgreich verfolgen. Aber bereits die ersten Sätze und Worte dieses Antrags zeigen, dass es bei diesem Antrag um keine sachlich konstruktive Auseinandersetzung mit nationaler Wissenschaftspolitik geht, sondern um reine Ideologie. Der Antrag zeigt das ganze Dilemma der Linken, die sich von Ideologie leiten lässt und eben nicht von der Sache. Und dieses Grundproblem haben wir nicht nur im Bereich der Wissenschaftspolitik, das haben wir in vielen anderen Bereichen. Gestern haben wir das um die gleiche Zeit hier zur Flüchtlingspolitik gehört. Und da hilft es auch nichts, dass die Linke ihre Galionsfigur Bodo Ramelow heute nach Rom zum Papst schickt, damit er dort Geist empfängt. Ihr Geist ist und bleibt die Ideologie, und das ist ihr Problem, und daher können Sie auch keine Sachpolitik für die Menschen in unserem Lande leisten. Und meine Damen und Herren, was müssen wir im Antrag der Linken für Propaganda und Populismus lesen? Ich zitiere das mal. Das deutsche Hochschul- und Wissenschaftssystem erlebte in den vergangenen 15 Jahren im Zuge neoliberalen Umbaus eine gesellschaftlich rasante Umgestaltung. Es geht weiter. Leidtragende dieser Situation sind die Studierenden, die Wissenschaftler und die Wissenschaft selbst. Negative Auswirkungen erfahren verschiedene Regionen, einzelne Bundesländer. Sie können sich denken, gemeint sind hier selbstverständlich die neuen Bundesländer. Man muss nicht lange weiterlesen, dann wird der Südwesten Deutschlands verbal beschimpft. Die Stadt Frankfurt wird als Finanzplatz verteufelt. Die Stadt München wird auf den Standort für die gefährliche Versicherungswirtschaft reduziert. Natürlich wird auch der Automobilbau in Stuttgart dämonisiert. Der Freistaat Bayern wird als Trittbrettfahrer bezeichnet. Berlin wird nicht einfach Hauptstadt genannt, sondern man spricht vom Status der Bundeshauptstadt. Und was jeder Deutsche als Instrument erfolgreicher Forschungspolitik bezeichnet, wie Exzellenzinitiative oder Hochschulpakt, nennt die Linke in ihrem Antrag Steuerungs- und Finanzierungselemente. Was wir Wissenschaftssystem nennen, bezeichnet die Linke in ihrem Antrag als ein Gesamtsystem wettbewerblicher Bestenauslese. Liebe Kolleginnen und Kollegen, allein dieser kurze Auszug der Wortwahl zeigt, dass es hier nicht um eine Auseinandersetzung in der Sache geht, sondern um Populismus. Populismus ist das treffende Wort, und Sie werden es kaum glauben, aber es steht in einem angeblichen Antrag zur Wissenschaftspolitik auch Folgendes drin, ich zitiere: Die Forderung der Wiedererhebung der Vermögenssteuer sowie die Ausschöpfung des Aufkommenpotenzials der Erbschaftssteuer und sowieso die Forderung nach einer ganz umfassenden Steuerreform. Meine Damen und Herren, das hat mit solider Wissenschaftspolitik nichts zu tun. Und wie perfide solche Anträge instrumentalisiert werden, um die Realpolitiker in Deutschland zu schmähen, zeigt die letzte Debatte in diesem Hohen Hause zum Kooperationsverbot. Die Linke forderte ja auch in diesem Antrag wieder eine Verfassungsänderung, um die Kooperationskultur zwischen dem Bund und den Ländern im Bildungsbereich auszubauen. Und nach der Debatte am 14. Januar diesen Jahres veröffentlichte linke Abgeordnete Ralf Lenkers eine Pressemitteilung, in der er die Thüringer CDU bezichtigt, sie blockiere zusätzliche Bundesgelder für den Freistaat. Dies unterlegte er mit dem Fakt, dass CDU/CSU hier den Antrag der Linken auf eine Verfassungsänderung abgelehnt haben. Sie können das im Internet nachlesen. Er lenkert, populistischer geht es nicht. Und meine Damen und Herren, das hat System. Das hat System. Wahrscheinlich sind die Pressemitteilungen für diese Debatte schon geschrieben. Diesmal haben Sie statt einem Wunsch 9 Wünsche formuliert. Und ich sage Ihnen, wir werden diese 9 unsinnigen Wünsche wieder ablehnen. Und ich finde es unredlich,
wie sie mit solch realitätsfernen Anträgen politisch agieren, agitieren und die Menschen in unserem Land mit solchen Forderungen in die Irre führen. Irreführung ist der richtige Begriff für diesen Antrag. Denn schauen wir doch mal gemeinsam auf die Heimat des linken Abgeordneten Ralf Lenkert, von der hier so gescholtenen deutschen Forschungsförderpolitik profitiert. Es geht um die Forschungsregion Jena in Thüringen. Wir erinnern uns, Thüringen, ein neues Bundesland, was laut dem linken Antrag eine Armutsregion darstellt, die von Erwerbslosigkeit geprägt ist und nicht von den Förderinstrumenten der Exzellenzinitiative, Hochschulpakt, Pakt für Forschung und Innovation in irgendeiner Art und Weise profitiert, zu die Sichtweise der Linken. Nun ein Blick auf die Realität. Jena, 9,6% Arbeitslosenquote, Bevölkerungswachstum, Friedrich-Schiller-Universität, 18.400 Studenten plus eine Fachhochschule mit 4.700 Studenten profitieren allesamt aus dem Hochschulpakt. Forschungsförderung, 4 DFG-Schwerpunktprogramme, 9 DFG-Forschergruppen, 4 DFG-Graduiertenkollegs, 5 DFG-Sonderforschungsbereiche, 1 DFG-Forschungszentrum. Von so vielen DFG-Mitteln träumen andere Regionen, lieber Herr Lenkert. Und Sie wollen uns weismachen, die neuen Länder profitieren nicht von GfD-Mitteln. Das ist schlichtweg falsch. Es geht weiter im schönen Jena. Herr Kollege Schipanski. Nein, gestatte ich nicht. Drei Max-Planck-Institute, ein Fraunhofer-Institut, 3 Leibniz-Institute, 1 Helmholtz-Institut, 6 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Jena und all diese profitieren vom Pakt für Forschung und Innovation, den wir mit 3% selber finanzieren. Ja, das ist der Kollege versteht. So, und jetzt geht es doch weiter. Ja, jeder dritte Doktorand kommt aus dem Ausland, von einer dieser Einrichtungen. Und wenn das deutsche Wissenschaftssystem so furchtbar ist, dann frage ich mich, warum diese Wissenschaftler überhaupt denn zu uns kommen. Jena hat zudem eine Graduiertenschule aus der Exzellenzinitiative, eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes. In Jena haben wir mannigfache industrienahe Forschungseinrichtungen. Zuse wurde soeben angesprochen mit Mitteln von ZIM und Innocom. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen und über den gesamten Freistaat Thüringen ausbreiten. Und, liebe Kollegen der Linkspartei, Ihre so gescholtene Exzellenzinitiative hat der Freistaat Thüringen sogar zum Vorbild genommen und eine landeseigene Initiative gestartet. Und diese wird sogar unter einem linken Ministerpräsidenten fortgesetzt und ausgebaut. Das ist Exzellenzwahn anscheinend in Thüringen. Ja, ganz erstaunlich, ganz erstaunlich. So, Herr Kollege Rossmann, noch ein Wort bei Ihnen. Sie haben das Zuständigkeitsgefüge ein ganzes Stück kritisiert und die Worte vom Herrn Kaufmann. Ich glaube, das Grundgesetz sagt uns eines ganz deutlich. Bund und Länder haben eine Verantwortung für das Gesamtsystem Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, auch ganz unstreitig. Und innerhalb dieses Gesamtsystems haben wir klare Zuständigkeiten, brauchen wir klare Zuständigkeiten, auch klare Verantwortungsbereiche. Und das Grundgesetz und auch die Union lassen sich vom Gedanken eines Mehrwerts leiten. Wir sagen, zusätzliches Geld des Bundes muss einen zusätzlichen Nutzen stiften. Und bei diesem Gedanken freuen wir uns, wenn uns die SPD-Fraktion unterstützt. Und ich darf schließen, meine Damen und Herren, dieser populistische Antrag bringt unser Land nicht voran. Er verunsichert die Menschen, er führt in die Irre, er ist ein Spiegelbild der Ideologie der Linkspartei, er ist ein Zeugnis ihrer Realitätsverweigerung. Von daher lehnt die CDU-CSU-Fraktion diesen Antrag zum Wohle von Deutschland und zum Wohle von Europa ab. Das Wort hat jetzt die Kollegin Elfi Scho, Antwerpes, SPD.